Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Swapa Agro unterwegs in unserem Produktionsspezial und wir sind bereits in Folge 76 gelandet und haben festgestellt, dass uns überall noch ein kleines bisschen fehlt, so wie es aussieht. Sprich, wir wollten ja gerne die Saatgut- und Düngerproduktion zu Ende bringen, dass wir endlich selber Saatgut produzieren können. Das hätte man natürlich auch wahrscheinlich durch irgendwelche platzierbaren Sachen einfacher haben können, aber Ziel ist es natürlich irgendwann mal alle Produktionen hier auf der Karte zum Laufen zu bringen. Das ist wieder so die übliche Produktionsaufgabe. Alles mal gesehen haben, ne? Das ist so der Punkt. Da muss ich jetzt leider noch ein bisschen Holz nachholen in Form von Bretterpaletten und das tun wir jetzt gerade. Bin gerade auf dem Weg zum Sägewerk. So, den werden wir jetzt nicht mehr überholen, weil wir müssen hier vorne eh abbiegen. Sonstige Wetter haben wir leider immer noch. So, was wir natürlich auch machen können, ist einmal kurz gucken zwischendurch. Wie sieht es jetzt hier denn bei den anderen Produktionen aus? Sand, Split. Ist alles soweit eigentlich ganz okay. Wie sieht es bei den Betonproduktionen aus? Ah, Split geht hier sehr fix durch, muss ich sagen, ey. Sapalot. Aus irgendeinem fadenscheinigen Grund hat er wieder nicht produziert, weil er glaubt, dass wieder irgendwas im Weg ist und hier ist nichts im Weg. Also das ist ein Bug, dass das gute Stück leider ab und zu mal hat. Das wird dann leider erst nach dem nächsten Speichern neu laden, dann wieder kommen, was natürlich jetzt sehr ärgerlich ist, weil dadurch fehlt uns das Ganze jetzt gleich in der Produktion. Sehr, sehr ärgerlich, dass das nicht vernünftig funktioniert, ne? Weil es eindeutig nichts im Weg gewesen, habt ihr selber gesehen. Da war nichts im Weg. So, hier sind noch mal eineinhalb Paletten oder sowas. Die werden wir jetzt erstmal holen. So. Ja, ich glaube, die angebrochenen lasse ich da einfach. Und ich hoffe, dass die beiden hier reichen. So einfach bin ich da jetzt. Ich möchte halt nichts verschwenden von unseren Mats. Weil diese zwei bin ich jetzt, glaube ich, sogar bereit, mit gutem Gewissen einfach direkt abzuladen. So einfach ist es. So, wenn wir das hingebracht haben, was machen wir dann? Ja, warum fahre ich jetzt hier und fahre jetzt hier nicht mit First Play, fragt ihr euch? Ja, ganz einfach, weil das sind zwar ein paar Touren, die ich hier mache, aber es sind keine Kurse, die ich immer brauche. Weil irgendwann ist die Produktion gebaut und ist es durch, ne? Wenn wir sonst was zu anderen Produktionen zum Nachfüllen hinbringen, das machen wir ja immer wieder. Deswegen gibt es dafür halt Curseback-Kurse und hierfür nicht. Deswegen fahre ich die Sachen hier selber. Und wenn wir irgendwas zu erledigen haben, was sonst noch gefahren werden muss, das mache ich dann in der Zeit mit Curseplay, während ich diese Sachen hier selber fahre. Wie gesagt, ich werde jetzt ihn hier erstmal dort rüberfahren. So. Irgendwie hin, glaube ich. Fahren, fahren, fahren. Aber wie gesagt, das ist natürlich auf so einer Produktionskarte logisch, dass das damit dazugehört. Deswegen ist es auch so, ne? Bei Produktionskarten und bei großen, sehr großen Karten muss man immer damit rechnen, dass einigermaßen Anteil an Gefahren dabei ist. Selbst wenn man Sachen mit Curseplay machen lässt. Seht ihr ja zum Beispiel beim anderen Let's Play auch auf der Kornwelt, da fahre ich auch relativ viel noch mit Curseplay nebenbei, den Versorgungsgeschichten und auch die anderen Sachen, aber die Logistik, dass die Gerätschaften zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind oder sowas, das ändert sich natürlich immer. Und das muss dann fährt man halt selber, ne? Ist halt einfach so. So, gut, ja, da
Die Blitzanlage, Tempomat ist drin, wie ihr schon gesehen habt. Wir werden den Spaß hier mal anliefern. Dann werden wir ein kleines bisschen vorspulen. Aber bevor ich das mache, wird es dann gleich einmal einen kleinen Schnitt geben. Ein Schnitt, sagt ihr euch jetzt? Nein, der Schnitt ist eigentlich ganz simpel. Den wird es gleich einmal geben, weil ich natürlich... muss ich erstmal gucken, wie wir das jetzt hier machen, überhaupt. Ja, gar nichts. Wo muss ich denn jetzt hier anliefern? Ich glaube, so stehe ich richtig. So. Den Schnitt wird es geben, weil ich sonst die Produktion der Paletten, der Betonblöcke nicht wieder zum Laufen kriege. Ne? Deswegen seht ihr jetzt einmal den LKW und dann bin ich in einer Sekunde wieder da. So, ja, da bin ich schon wieder. So schnell ging's. Muss natürlich den Spielstand jetzt einmal speichern, neu laden. Jetzt gehen wir mal hier auf die Betongeschichte. Muss auch schnell laufen wieder anmachen, wie es halt so ist. Und wir schauen mal und... Ja, da seht ihr, dass das Ganze wieder arbeitet. Ne? So ist der Punkt halt. So, ich hatte ja gesagt, wir steigen einmal hier aus und rennen einmal das Häuschen rein hier. Spulen nochmal vor und gucken, wie es denn aussieht, wenn das nächste fehlt oder wie viel Prozent das dann noch sind. Derzeit werden natürlich die Patonblöcke, die vielleicht fehlen, auch wieder produziert. Aber ich schätze mal, da ist es gewesen. Wir müssen erstmal ein bisschen Beton nachliefern. Das werden wir auch tun. So, ich habe den LKW da ja extra stehen gelassen. Da ist er. So, Hilfe raus. Motors an. Dann werden wir hier einmal schön gegen die Laterne rumziehen. So, jetzt werde ich nur einen ganz kleinen Spau hier mitnehmen. Weil wir wollen natürlich jetzt hier nicht... wir haben ja hier einigermaßen gut produziert, wie ihr seht. So. Das war der kleinste Klick, den ich machen konnte. Die 6000 werden wir da jetzt abgeben. Und ich schätze mal, dann werden wir auch noch eine Palette Betonblöcke holen müssen. Und mal gucken, ob wir es schaffen, in der heutigen Folge den Spaß fertig zu kriegen. Das hätte eindeutig was. So, aber wie gesagt, ich bin schon auf dem Weg und hoffen, dass wir es möglichst schnell hinkriegen. Werden wir, wenn wir das hier abgeladen haben, natürlich dann erst wieder vorspulen, gucken, was da noch fehlt, ne? Wie das eben so ist. Weil wie gesagt, wir wollen keine Mats verschwenden, das soll wenn dann vernünftig laufen. Und alles, was wir dann nämlich in den nächsten Produktionen haben, werde ich dann in die nächste Geschichte einbringen, nämlich in unsere Butter und ja. Unsere Futterproduktion insgesamt, die ist nämlich dann gleich nebenan. Das wird da die nächste Produktion sein, die wir anmachen. Da werde ich dann mal versuchen, über das Tablet zu gucken, wie viel wir dann tatsächlich brauchen. Hoffe, dass es da dann auch richtig steht. Und dann werden wir tatsächlich, werde ich dann eine Liste führen, wie viel ich da angeliefert habe. Da wir sehr, sehr viel Beton haben. Oh, okay. Ich habe natürlich jetzt nicht an den... bei meinem ganzen Gelaber nicht dran gedacht. Das hat uns gerade mal kurz 3000 gekostet. Ah, schade, schade, schade. Aber so ist es halt. So, jetzt gehe ich hier nochmal ran. Habe ich irgendwo einen Abladepunkt? Nö. Kann man da zurückfahren? Ja, auskippen. So, auch ihn stellen wir jetzt hier hin. Ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal hier brauchen werden. Bei Beton, glaube ich, war es das. So. Und wir spulen wieder ein bisschen vor. Das wird nicht reichen. So, okay. Was fehlt, ist tatsächlich Betonblöcke. Beton- und Bretterpaletten könnten tatsächlich reichen.
war meine Vermutung also richtig. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal gucken, dass ich eine Palette nur hole. Ne? Wir wollen jetzt nicht, wie gesagt, matt-mäßig nicht übertreiben. Da habe ich genau im richtigen Moment nochmal gedrückt, weil nochmal wollte ich jetzt nicht bezahlen. Aber das war schon, ne? Ja, nicht so schön. Aber so wie es ist, 3000 in den Wind gehauen. So, und da sind wir wieder unterwegs. Felder könnten auch fast langsam reif sein. Auch nicht schlecht ist. Ja, durch das Vorspulen, was wir jetzt gemacht haben. Ich werde trotzdem jetzt erst den Part hier zu Ende machen, dass wir die eine Produktion durch haben. Und dann werden wir mal gucken, was wir da hinbringen, Schönes. Also sprich zur nächsten Produktion. Dann werde ich mir ein Notizzettelchen machen, was wir da noch Schönes machen müssen. Ich glaube, wenn ich das normal lade, hat er hier kein Problem bei den Betonblöcken. Sonst ist es nur, wenn ich das rückwärts so ein bisschen ranschiebe. Ich glaube, da steht er nicht so drauf. So, ich werde jetzt mal das freundliche X drücken. Fahre jetzt in einer relativ großen Entfernung hier nur vorbei, weil ich möchte nur eine Palette aufnehmen. Und ich habe nur eine Palette aufgenommen. So, mach das wieder aus. Ladefunktion an. Und F1. Ne, er sagt nicht, dass was im Weg ist, er arbeitet. Das ist doch traumhaft. Ich versuche jetzt einfach mal hier rückwärts rauszufahren. So, werde jetzt hier auf dem Hilfe der Rasenfläche hier mal eine Runde wenden. So, gut, das fahren wir dann wieder zurück. Hilfe schon mal wieder aus. Das fahren wir jetzt darüber. Sieht nicht aus wie ein lohnenswerter Transport, aber wie gesagt, ich möchte nicht da jetzt irgendwas hinbringen, was ich da nicht mehr brauche. Das könnte schon die nächste Produktion versorgen. Wenn wir das bei 10 Stück machen, dann hätten wir wahrscheinlich 11 bauen können. Nur durch den Überhang, den wir weggeschmissen haben. Das muss natürlich nicht sein. So. Ich werde jetzt natürlich ein bisschen mal zackiger hier durchfahren. Ich wollte das ja möglichst noch in der Folge heute erledigen. Und wenn wir viel Pech haben, dann dürfen wir noch was anliefern. So, hier werde ich jetzt schon wieder langsamer. Ich mache jetzt den Tempomat an, dass er dann auf jeden Fall ja, genug Zeit zum Bremsen hatte er. Wunderbar. Dann geht jetzt hier mal eine Runde rum. So. Dann machen wir die Gurte schon mal weg. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wo. Ich hänge irgendwo eine Inhouse-Sicht. Ja, wenn ich reinlaufe. So, wo waren die Blöcke denn jetzt noch? Mitte. Da ist der LKW muss noch ein bisschen rüber, ein bisschen vor. Ich steige nochmal aus. So, noch ein kleines bisschen vor, dann steht er richtig. So, und raus damit. Ihn aus dem Pförtnerhäuschen raus bewegt. So, dann mal gucken. Hilfe angemacht. Ja, und jetzt lasse ich das mal hier vorlaufen. Aber das geht wahrscheinlich ganz knapp gut oder ganz knapp daneben. Eigentlich ist sie gebaut. Er hat aufgehört. Ne? Man kriegt sie bloß nicht wieder weg, die restlichen Mats. Seht ihr? Das war halt das, was gemeint worden ist. Aber wir haben nur 666 Bretterpaletten, 662 Beton und 333 Betonblöcke verhauen. Also ich würde sagen, das ist eine echt gute Quote gewesen. Ja, aber unsere Produktion ist fertig. Da steht's. Agrochemie.
Wow, geht ja vieles rein, vieles raus. Dann können wir das gute Stück doch mal angucken. Tür schließen. Ah, cool, wir können sogar die Schranke auf und zu machen. Nett. So. Hier sind jetzt überall Bestandsschilder. Hier ist irgendwas. Aufladen, abladen, manuell. So, hier ist der Produktionspart. Dann sehen wir hier noch einmal die Übersicht. Das ist doch wunderbar. Also, Rohstoffe, Gülle, Erzeugnis, Flüssigdünger, Dünger, Kompost und Infogülle ist leer. Und Rohstoff, Getreide und Dünger. Die produzieren wir dann ja hier auch. Das ist gut. Und dafür gibt es dann Saatgut. Das heißt, wir kriegen auch noch Kompost und Flüssigdünger raus und Normaldünger raus. Das ist okay. Aber den Part brauchen wir eigentlich gar nicht anmachen. Wir müssen hier anliefern. Müssen wir eigentlich Getreide und Dünger, weil Dünger haben wir ja drüben in unserer anderen Produktion und dann haben wir hier tatsächlich unsere Saatgutproduktion, die wir haben wollten. Und das ist doch cool. Hier muss Dünger rein. Das sieht man schon hier an dem Granulatzeug, weil das ist der Düngerpart und hier muss der Getreidepart rein. Das ist doch cool. Dann würde ich sagen, dann an den nächsten Folge wollen wir dann mal gleich hier die Produktion starten. Das ist doch ein Traum. Und wir werden dann mal gucken, was wir drüben mit der anderen Produktion machen können. Ja, aber wie gesagt, das starten wir beim nächsten Mal, weil wir sind leider schon wieder am Ende mit der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir haben es doch noch fertig gekriegt. Ich werde noch ganz schnell die Zeit runternehmen, weil ich habe schon fast den Tag vorgespult. Den ganzen Gelaber und Gegucke mich vergessen, das Vorspulen anzuhalten. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne einen passenden Daumen da oder auch ein Abo oder ein Teilen und dann sage ich vielen Dank an die, die es schon getan haben und an die, die es jetzt gerade tun und dann sage ich bis zum nächsten Mal.